Hallo und herzlich willkommen zum OMSI Bus Simulator. Ja, es ist die erste Folge, die ich aufnehme nach meinem dreiwöchigen Urlaub. Endlich geht es weiter, meine Güte. Das war ja doch eine ganz lange Zeit. Ja, ich hatte jedenfalls einen sehr schönen Urlaub. Ich habe ja auch im Urlaub zwei kleine Videos im RL gedreht und ja, da so ein paar Sachen erzählt. Und im zweiten Video habe ich mich sogar gezeigt, wie es von einigen gewünscht war. Ja, und jetzt geht es natürlich wieder weiter, ganz normal, mit dem OMSI Bus Simulator. Ja, ich habe mir hier mal eine Map ausgesucht, die, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie ist recht neu. Ich weiß nicht genau, wann sie erschienen ist. Jedenfalls sieht sie sehr nett aus. Die Map heißt Gouda Rotterdam, wie man es hier auch schon sieht. Wir fahren heute die Linie 96 von Gouda bis Rotterdam. In Holland spielt sich das Ganze ab. Und eigentlich heißt, muss man, also eigentlich heißt es nicht Gouda, sondern Gouda. Deswegen werde ich jetzt, glaube ich, auch Gouda sagen. Also viele sagen das mal falsch. Das heißt eigentlich Gouda. Ich war schon mal in Holland, deswegen weiß ich das. Das G wird immer H ausgesprochen. Ja, und die Map hat einen kleinen Haken. Also gut, das ist nicht unbedingt ein Haken. Ist vielleicht auch ganz gut so. Jedenfalls dauert die Linie ziemlich lange, nämlich ganze 90 Minuten. Das ist vorgesehen vom Fahrplan her. Deswegen habe ich mir überlegt, wir werden diese Linie aufteilen, und zwar in drei Teile. Und ja, drei Teile, da dauert dann jeder Teil eine halbe Stunde. Das ist ja ganz normal, sage ich mal. Also es ist nicht zu lang, nicht zu kurz, von daher ist es gut. Und wir schauen mal kurz auf den Fahrplan. Also Gouda NS heißt irgendwie, also ist auf, heißt auf jeden Fall Bahnhof irgendwie. Und wir fahren erstmal die erste halbe Stunde von 16:16 bis 16:46 bis Essen-Dreef. Und dann fahren wir im zweiten Teil, habe ich mir so überlegt, bis Schol oder School, wenn man es Englisch vorlesen möchte. Und dann der dritte Teil ist dann der Rest. Beziehungsweise wir können auch bis Essen-Lahn fahren. Ach egal, das überlege ich mir alles noch. Ist ja noch Zeit. Jedenfalls müssen wir in einer Minute losfahren und ich lasse schon mal die Fahrgäste rein. Ja, ich bin eigentlich ganz froh, wieder zu Hause zu sein. Hallo. Urlaub ist ja schon gut, aber jetzt war ich insgesamt 6 Wochen weg. Wie gesagt, das ist nicht normal bei mir. Aber jetzt ist es auch mal wieder schön, dass alles wieder weitergeht und ich habe immer noch Ferien, das ist gut. So ist es eigentlich schön. Oh Gott, was ist das denn? Mein Gott! Nein, ja, es blinkt und hinter uns ist übrigens noch ein Bus. Der ist irgendwie gerade weg. Hä? Naja. Ja, hier ist es irgendwie nicht ganz so mittig, aber... Oh, was soll's. So kleine Details, ne? Wir fahren mit einem D92-Bus, habe ich mir überlegt. Mit einem stinknormalen, langweiligen... aus dem Grund, weil ich habe mir überlegt... Die Map hat vielleicht, ich habe sie mir noch nicht angehört, ganz tolle Ansagen und die müssten wir auf jeden Fall hören. Und irgendwie wollte ich zum Einstieg nochmal mit einem normalen Bus fahren. Also nicht mit irgendeinem Add-on-Bus, der dann rumhüpft oder was auch immer. Jedenfalls habe ich mir diesen Bus ausgesucht, weil der eigentlich wunderschön ist. Die Originalbusse sind ja immer noch die besten. Und ja, hier hören wir dann eben noch die schönen Ansagen. Wir probieren es gleich mal aus. Folgende Halte, Tiendewegbrück. Okay, das war jetzt, also vor und nach Hause heißt wahrscheinlich nächster Halt. Oder, ja, nächster Halt, denke ich. Und dann eben die Station. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat, aber irgendwie war da irgendwie so ein Echo, ne? Es kann sein, dass ich mir das nur eingebildet habe, aber ich glaube nicht. Ja, ich war jetzt natürlich lange weg und habe lange nicht mehr zocken können. Deswegen, ja... Habe ich vielleicht mir ein bisschen abgewöhnt hier, das ganze Rumgefahren und Gelenke und sowas. Kann sein, dass ich ab und zu mal ein bisschen anfängerhaft fahre, aber... Naja, gut. Deswegen sind ja Computerspiele da, damit man da nicht gleich bei einem Unfall stirbt, ne? Das ist doch ganz praktisch. Auch wenn es in echt auch nicht gleich so ist. Ja, hier fahren schöne, nette Züge. Oder schöne Sicht reinkriegen. Boah, da hat sogar ein Kennzeichen. Na gut. Ich will nicht das Grüne verpassen.
Na, wie heißt die nächste Station? Tindewegbruch. Okay. Also, ne, immer schön drauf achten, das G wird R ausgesprochen. Viele von euch werden wahrscheinlich den Ex-Bayern-Trainer Louis van Gaal noch kennen. Da haben auch viele Louis van Gaal gesagt, aber der heißt natürlich van Gaal. Und da war auch ein G und davon solltet ihr es eigentlich kennen. Also ich weiß ja nicht, ob alle von euch Fußball interessiert sind, aber ich denke mal, einige werden das trotzdem sein. Und ihr kennt dann bestimmt auch Louis van Gaal. Louis van Gaal. Da ist es ja auch so mit dem Ch anstatt G. Ja, wie wir am Fahrplan gesehen haben, ist der Stationsabstand recht lang. Jetzt sind wir noch in der Stadt, jetzt ist es noch nicht ganz so, aber dann ich habe mir die Map noch nie angeguckt, ich bin noch nie gefahren. Das ist immer das Schöne daran, wenn ich so eine Map mit euch zusammen entdecke. Ich bin nämlich dann genauso unwissend wie ihr. Hallo. Ja, und deswegen müssen wir uns einfach überraschen lassen, ob wir über eine Autobahn fahren oder wie auch immer. Keine Ahnung, einfach mal sehen. Ich habe übrigens so ein stinklangweiliges rotes Repaint genommen, weil mir ist aufgefallen, die meisten Repaints, die ich habe, da steht irgendwas Deutsches drauf. Und wir fahren in Holland. Und wenn wir dann so mit so einem deutschen Bus hier langfahren, das sieht da ein bisschen unpassend aus. Deswegen habe ich mir einfach überlegt, ja komm, nehmen wir rot. Das kann überall so sein. Das ist überall legitim. Passen wir hier durch. Ich kann das nicht mehr so einschätzen. Ja, das geht schon. Ich hoffe jetzt, die wollen dich auch abbiegen. Folgende Halte. Dullenbrück. Dullenbrück. So, wie sollen wir denn jemals... rumkommen, so wollte ich gerade sagen. Das ist aber nicht mein Fehler, glaube ich. Bin ich mir ziemlich sicher, weil... Schaut mal, ich bin gar nicht... Ich habe gar nicht übergestanden. Es ist einfach... Ich fahre mal weiter, bevor ihr... die nächsten kommen, sondern die Ampel steht einfach zu weit über, also ein Bug von der Map und ich bin gut rumgekommen, das freut mich wunderbar, also einfach mal das Gemecker ignorieren und fröhlich weiterfahren. Wir haben schon eine Minute Verspätung, wie kann das denn sein? So, ding ding ding, Bahnübergang. Wie geht das denn hier? Es gibt noch eine andere holländische Map, die ist irgendwie auch so ähnlich. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt der gleiche Map-Ersteller ist. Oh Gott. Ich weiß es überhaupt nicht. Es kann gut sein. Nämlich Leeuwarden-Heerenveen. Die kann ich auch irgendwann mal zeigen, aber jetzt nicht, weil wenn ich die Map Leeuwarden-Heerenveen direkt nach der Map hier zeigen würde, ja, dann wäre es ein bisschen abwechslungslos, weil die sind doch ziemlich ähnlich. Weil Leeuwarden-Heerenveen ist auch so eine lange Map. Also da fährt man auch mal gut anderthalb Stunden. Dullenbrück. Also U wird Ü ausgesprochen. Ja, ich komme hier so als gerade der Sprachkenner rüber, aber ich war einfach schon mal in Holland, deswegen weiß ich das. Und ich kann euch sagen, auf Campingplätzen in Südfrankreich befinden sich meistens mehr, deutlich mehr als 50% Holländer. Und da hört man dann auch mal so einiges. Man weiß ja so, wie die Holle sich holländisch anhört und ne, so reime ich mir das dann so ganz clever wie so ein Detektiv zusammen. So, Schuhe. Ein Schuhladen in Holland auf Deutsch. Das müssen wir jetzt einfach mal ignorieren. Wir gucken jetzt am besten mal so auf den Bus. Ja, der Takt hier ist alle 15 Minuten. Oh Gott, wir haben jetzt schon wie viel? Zwei Minuten Verspätung, ne? Na, 1,4. Also, wir geben jetzt mal ein bisschen Gas. Folgende Halte, Stolpweggeschloss. Gott, Stolpweggeschloss. Oder so ähnlich. Manchmal ist Chinesisch leichter auszusprechen als Holländisch. Ihr glaubt es kaum, aber es ist so. So. Ich will jetzt aber doch mal probieren. Ach, weil.
Slowakisch. Ja, so würde ich es aussprechen. Ach komm, jetzt hören wir auf mit dem Sprachkurs. Jetzt fahren wir Bus an C und A vorbei. Oh Gott, ist das ein Gesicht im Baum? Sieht irgendwie so aus. Am Sunpoint und der Apotheke vorbei. Durch Chauda. Und ich werde jetzt auf euch blenden, schreiben zu wollen, obwohl ich selber nicht kann. So. Nächste Haltestelle. Im Moment geht es ja doch recht flott. Und wir haben wieder Verspätung aufgeholt. Wunderbar. Ich muss bloß aufpassen, dass wir die Haltestelle nicht verpassen. Wir sind jetzt gerade bei der dritten. Bei der vierten. Hallo. 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 Entschuldigung. So. Hat irgendwas im Hals, keine Ahnung. Ein Frosch oder eine Kröte oder ein Dinosaurier oder eine Fliege, keine Ahnung. Doch, Fußgängerampel hier. Folgende Halte, Schreibswerf. Schreibswerf. Genau. Ach nee, ich sag's aber nicht. Ich sag's nicht. Na, wie viel kostet Benzin? 1,37. Naja, also Diesel. Das geht ja. Das ist nicht überteuert, glaube ich. Ich kann das noch nicht so gut, weil ich ja noch kein eigenes Auto habe, weil ich ja noch lange kein eigenes Auto haben darf. So. Na? Wir machen es jetzt mal hier auf Tier und erwidern das Gebelle. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ich glaube nach links, oder? Ich weiß es nicht. Ich guck immer nochmal nach. Ja. Wow, ich habe recht gehabt. Ich bin so gut. Okay, ich sag's doch, weil mir gerade nichts anderes einfällt, was ich sagen kann. SCH wird nicht sch ausgesprochen auf Holländisch, sondern sch. Also eigentlich viel logischer als bei uns. Das S einzeln und dann das CH als sch. Schreibswerf. Ja, ich bin mal in Rotterdam gewesen. Ach, ich bin schon so viel so überall Dingens gewesen. Das gibt's ja gar nicht. So, da sind wir. Hört sich an wie Schafe werfen. Holländischer Nationalsport. Ich will es mir lieber nicht bildlich vorstellen. Ja, die Haltestellen sind übrigens auch eigen. Hat da, hallo. Hat da wahrscheinlich schon gesehen. Rotterdam Metro. Das ist natürlich ein bisschen komisch, weil in Rotterdam gibt es nicht nur eine U-Bahn-Station. Also würde man sagen, dieser Bus fährt nach Berlin U-Bahn-Station. Nein, da kommt eine. Gut. Schweinehaupt. Folgende Halt, Wartetor. Wartetor. Ja, ein netter kleiner Kanal auf der rechten linken Seite. Das sieht doch einfach mal extrem nett aus. Ein Berliner! Hallo! Berliner! Wie schön. Ha, wir haben ja auch ein Berliner Kennzeichen. Unglaublich. So, muss ich ihn rauszoomen. Ach, hier fährt ja auch die Bahnlinie lang. Das habe ich eben gar nicht gesehen oder ist mir nicht direkt aktiv und passiv aufgefallen. So, ich sollte aufhören, dieses mit diesem Raus- und Reinzoomen. Das perturbiert. Das stört, sollte ich übersagen, oder? Ja, und heute ist ein ganz wundervoller Tag, an dem ich das aufnehme hier, nämlich der Tag vom Beginn der Olympischen Spiele in London. Und ich hätte eigentlich in Anlehnung daran oder zur Feier dessen oder wie auch immer eine englische Map nehmen sollen, da gibt es ja auch genug. Aber irgendwie habe ich das verpeilt, jedenfalls fahren wir heute in Holland rum. Naja, vielleicht bringt das ja Holland Glück und die sammeln eine ganze Menge Medaillen. Ich weiß nicht, wie viele von euch Olympia gucken. Ich gucke es eigentlich auch nicht.
Weil Olympia kann man eigentlich einfach nicht gucken, weil das einfach den ganzen Tag dauert. Sondern so ab und zu einfach mal, wenn einem langweilig ist, reinschalten und mal gucken, was gerade läuft. So ist es dann bei mir. Aber die Eröffnung, die heute Abend ist, werde ich auf jeden Fall gucken. Und zwar wahrscheinlich komplett. Ach ja, und eine schöne Pizza dazu vielleicht. Aber das hat jetzt überhaupt nichts mehr mit OMSI zu tun, deswegen gucken wir jetzt schleunigst nochmal, wie viel hier Benzin kostet. Genauso viel. Na, das ist doch schon mal gut. Weil es gibt manchmal Orte, wo mehrere Tankstellen nebeneinander sind und da gibt es eine Tankstelle, die ist teurer als die andere. Und manchmal noch nicht mal um 1 oder 2 Cent, sondern gleich mal um 3, 4, 5 Cent. Das kann ich dann irgendwie immer nicht verstehen, weil ja, bei der einen Tankstelle ist dann immer Schlange und die andere ist leer. Wie kann man denn bitte seine Preise dann so teuer machen? Ich bin jetzt kein Tankstellenforscher oder wie auch immer. Ich kein Experte, aber ich frage mich immer, warum dann trotzdem nicht der gleiche Preis genommen wird. Weil dann kann man es eigentlich dem Zufall überlassen. Auch ist das schön hier. Dann kann man es eigentlich dem Zufall überlassen, zu welcher Tankstelle die Leute fahren. Wenn ich da jetzt ankommen würde, da wären 4 Tankstellen, alle denselben Preis, dann würde ich einfach zufällig eine nehmen. Die wahrscheinlich ja dann auf der richtigen Straßenseite ist. Ein Kinzauer Bus kam uns gerade entgegen. Ja, das mit den Repaints, da bin ich immer ein bisschen zu faul, das alles zu optimieren, dass nur Repaints dabei sind, die hier auch so halbwegs reinpassen. Oh, was ist das denn? Bin ich da gerade gegen ein unsichtbares Dingens? Ach so. Ja, verstehe. Der Busch hier, der ist eigentlich... Also, gut, die Leute gehen jetzt hier mal schon durch. Der Busch hier, der ist eigentlich... Ich zeig's euch mal kurz, was ich denke, was die Ursache war. Komm, lassen wir erstmal die Leute rein. Was soll's? Hallo. Ach Mann. Meine arme Bewertung. Ja, das ist eigentlich aber wieder... Oh Gott, die kommen jetzt ja alle raus. Hilfe! Nein, das ist wieder so ein dummer... Also, ich habe das Gefühl, alles, was ich an Unfällen baue, ist irgendwie bugabhängig, Dingens. Wenn ich jetzt... Ich kann ja nicht weiterfahren, weil das wird irgendwie blockiert. Und in echt könnte man ja da locker durchfahren. Aber irgendwie kann ich ja nicht durch. Ich glaube, das ist der Busch, der das blockiert. Naja. Fahren wir mal rückwärts und fahren mal schön großzügig um den Busch herum. Damit wir da auch nicht irgendein unsichtbares Büschelchen streifen. Soll mich noch irgendjemand rein? Nein, ich denke nicht. Das ist schön. Hallo. Meine Güte. Also, oh Gott. Ihr müsst wahrscheinlich denken, was ist denn los? Aber da ist schon wieder irgendein Busch gewesen. Ach man, ich sollte nicht in dieser Sicht fahren. Ach, der Bus ist sogar Schrott. Meine Güte. So, jetzt bin ich mal kurz raus. Und jetzt machen wir das wieder an. Und... jetzt ist schon wieder eine Blockade. So. Lieber Map-Ersteller, bitte verändere dies. Woher soll ich denn wissen, dass ein Busch noch einen Meter übersteht? Unsichtbar. Weil in echt kann man eigentlich einfach durch Büsche durchfahren. Also da sind ein bisschen Blätter ab. Aber ich würde die einfach wegfegen mit so einem fetten Bus. Der Bus würde doch nicht zurückprallen, wenn er gegen Busch, wenn er Busch ein bisschen streift, oder? Nicht wahr? Fuhren die Haut. Fährst du? Ja, du mich auch. So. Fährst du. So, 3 Minuten und 4 Zehntel, 5 Zehntel, also 3,5 Minuten Verspätung. Nee, Verfrühung? Ist das Verfrühung? Oh Gott, das ist Verfrühung. Wir sind zu früh. Ich dachte, wir wären zu spät. Das ist ja schön. Also in der Map-Beschreibung steht auch Fahrzeit 75 bis 90 Minuten. Das heißt, wenn man schnell fährt, schafft man es vielleicht auch in 75. Auch wenn man dann natürlich nicht den Fahrplan einhält. Ich halte jetzt mal an, weil wir zu früh sind, sowieso.
und schalte wieder mal auf die Außenansicht, weil es einfach interessanter ist. Und wir fliegen einfach mal wieder raus. Mann, was ist denn los heute? Und wir fahren jetzt einfach mal die Runde. Nein. Das ist... Ich finde sowas übrigens besser als aufhörende Straßen. Sowas einfach mal so zu lösen. Weil wenn man sich da mal verfährt... Ist es grün? Nein. Wenn man sich da mal verfährt, dann landet man nicht gleich im Nichts, sondern man hat die Möglichkeit, wenn ich jetzt hier aus Versehen gerade ausfahren würde, hätte ich die Möglichkeit, einmal nochmal rumzufahren. Das ist, glaube ich, das ist ganz gut, weil dann gibt es nicht solche unnatürlichen Enden und theoretisch könnte es ja diese Rundstraße wirklich geben. Aber das sollten wir alles gar nicht wissen, weil eigentlich soll man ja nicht so weit rauszoomen, weil man ja sonst, weil dann sonst der Realismus weg ist, weil eigentlich von hier aus sieht man das ja alles gar nicht. Und es geht ja um die Sicht von hier aus. Sonst müsste man ja bis zum Horizont alles bauen. Sollte mal jemand auf die Außenansicht wechseln und weit rauszoomen, damit er auch gar nicht das Gefühl kriegen könnte, dass wir ein Computerspiel, wo auch mal Straßen aufhören. So, mal schauen, wie viele Unfälle wir bauen werden. Und mit Unfälle meine ich jetzt nicht Ampeln abfahren oder gegen Steinbüsche fahren, sondern gegen Auto fahren. Oder Autostreifen oder Auto fährt in uns rein. Die können wir dann mal zählen und mal zählen und mal gucken, was am Ende bei rauskommt. Und ich habe mich schon wieder geräuspert. Meine Güte, nervt das. Und ich habe hier nichts zu trinken. So, die steigen jetzt alle aus und steigen gleich wieder ein. Das ist ja auch schön. Ach nee, ich glaube, das sah eben nur so aus. Ich glaube, die standen gerade da und dann sind die reingelaufen und bla bla bla. Und ich rede schon wieder viel zu viel und viel zu schnell. Meine Güte. Ich verstöb mich hier die ganze Zeit. Fuchende Haute. The Wall. Ja, ich hab The Wall in der Hals. Könnte man denken. So. Und wieder rechts. Noch einmal rechts und wir fahren zurück. Jetzt sind wir nämlich zweimal rechts abgebogen und ein drittes Mal würde ja heißen, wir fahren wieder zurück, ne? Wenn ich das so richtig kombiniere. Das sieht echt aus, als würden in diesen Bäumen Gesichter, also als würde so ein Gesicht drin sein, oder? Da auf der rechten Seite. Ja, hier gerade nicht, bei dem. Bei dem auch nicht, aber eben war das so. Und wir kreuzen schon wieder die Bahnstrecke und wir kreuzen schon wieder einen gegnerischen. Einen Gegenbus. Ein Gegner. Konkurrent. Nein. Ja, das ist schön zu wissen, dass alles gut funktioniert auf unserer Linie. So. So, und ich glaube... Na gut, The Wall ist... Warte mal. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz. Zack, zack. The Wall, nächste Station ist Essendreif. Und das ist dann unsere Pause. Und ich glaube, ich werde das so machen. Weil ihr könnt euch wahrscheinlich denken, ich nehme die ganze Linie am Stück auf. Anderthalb Stunden lang. Und mache das dann in drei Folgen. Dass ich dann einfach, wenn wir den nächsten Teil der Folge starten, also Teil 2 dieser Linie... Dass wir einfach wieder, also dass ich dann ein bisschen warte und die Verfrühung dann weg ist, quasi. Dass wir nicht mit Verfrühung wieder reinstarten, sondern Punkt bei 00 starte ich dann die Aufnahme. Nee, wahrscheinlich kurz davor. Was ich übrigens schade finde, ist, dass man hier nicht den Motor hinten aufmachen kann, die Motorklappe. Oder auch den Kofferraum, auch wenn es keiner ist. Das kann man nämlich beim NL 202, beim Eindecker. Aber hier irgendwie nicht, leider. Da kann man sowieso, beim NL kann man mehr machen. Da kann man auch hier die Dachklappen aufmachen. Gut, hier gibt es natürlich keine. Die sollten wir auf neutral schalten, sonst rollen wir gleich weg, wenn ich mal aus Versehen nicht die Bremspedale ganz durchdrücke. Und wir stehen im Stau und wenigstens... funktioniert das hier mit dem durch den Baum durchfahren. So, können wir schon mal einen Blinker anschmeißen.
Und bitte schön Aufmerksamkeit, bitte. Fuchende Haute. Essen dreif. Essen dreif. Sehr schön. So, es geht los. Wunderbar. Oder auch nicht. So, aber die nächste Phase sollten wir rüberkommen. Wir gucken mal ganz kurz in den Passagierraum rein. Wie es unseren Fahrgästen denn so geht. Hallo. Ich sehe dich in die Augen. Ich sehe dich. Ich sehe dich und ich sehe dir in die Augen. Ach ja, es ist schön, diese Zoom-Funktion. Oh Gott. Hey, Sie haben da irgendeinen roten Fleck im eckigen Auge. Das ist der immer diese coolen Sprüche raushaut hier. Und ja, die anderen sind irgendwie ziemlich still da und unterhalten sich nicht miteinander. Und wir haben irgendwie gerade ziemlich Grabesstimmung im Bus. Wie schade. Ich sehe irgendwas fahren. Ne, das war die andere Seite. So, also vielleicht wird das dann auch am Ende gar nicht nötig sein mit dem Warten, mit der zweiten Aufnahme, bis die Verfrühung weg ist, weil wenn wir weiterhin so eine Ampeln kriegen, dann erledigt sich das ganz von selbst und du fährst jetzt bitte. Dankeschön. Ich will nicht nochmal warten, es reicht langsam. Ja, ich kann es ja schon mal sagen, der nächste Urlaub von mir ist dann erst wieder in 3 Tagen, dann bin ich nochmal 10 Wochen weg. Und ja, 10 Wochen ist ja nicht viel, könnte dann auch nochmal ohne Videos auskommen, ne? Nein, Spaß beiseite. Der nächste Urlaub von mir ist erst im Herbst und da bin ich auch nur eine mickrige Woche weg. Das heißt, das kann man dann auch ganz leicht überbrücken und mir ist eine neue Sache aufgefallen. Also erstens, ich fange mal ein bisschen langsamer und anders an. Mir ist aufgefallen, wenn man ein Video hochladen möchte, war es ja bisher immer so, dass man auswählen konnte, ich weiß darüber, scheiß drauf, dass man auswählen konnte, ist das Video öffentlich, ist es privat oder irgendeine dritte Dingens, die mir gerade nicht einfällt. Und jetzt ist noch was Viertes dazu gekommen, nämlich geplant. Und ich habe noch nicht ausprobiert, was es damit auf sich hat. Eine schöne Baustelle, auch ein sehr schönes Feature. Ich schweife hier mal wieder ab, das gibt's gar nicht. Jedenfalls dieses geplant. Weiß ich nicht, was es ist. Ich denke mal, damit kann man Videos im Voraus hochladen, die dann aber nicht gleich hochgeladen sind, sondern erst irgendwie man auswählen kann, wann das Video irgendwie hochgeladen wird. Ich weiß nicht, sowas stelle ich mir darunter vor. Diejenigen, die da Bescheid wissen, die könnten mir das ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, was das sein soll, diese geplante Funktion, diese neue. Dafür wäre ich dann ziemlich dankbar. Ansonsten sollte das nichts damit zu tun haben, weil ist mir auch eine andere Sache aufgefallen, nämlich schon wieder rote Ampel. Nämlich, dass man jetzt einfach, also ich kann ein Video hochladen, das auf privat stellen und wenn ich dann Internetzugang habe im Urlaub, kann ich das dann auch im Urlaub dann auf öffentlich stellen und dann ist es so, als hätte ich es neu hochgeladen für euch. Also das wäre, glaube ich, besser als so, wie ich es jetzt gemacht habe, weil da wusste ich das noch nicht, da ist mir das noch nicht aufgefallen, dass ich einfach zwei Videos, also vorm Urlaub jetzt 2 Videos auf einmal hochgeladen habe und euch dann darum gebeten habe, euch das einzuteilen. Nein, ich glaube, ich mache das dann nächstes Mal so, dass ich euch quasi zwinge, das einzuteilen, weil es irgendwie besser ist, wenn ich nicht innerhalb von 10 Tagen, also als Beispiel jetzt eine Woche lang kein Video hochlade und vor der Woche gleich 5 für jeden Tag 1. Nein, das ist doof. Das ist besser. Oh Gott, dass ich jetzt da blockiert gegenseitig. Oh nein. Okay, ich glaube. Scheiße. Das ist natürlich super schlau. Also die Aufnahme wird wahrscheinlich doch länger. Beziehungsweise die Folge. Gut, dass es Gehwege gibt. Den werden wir nämlich gleich benutzen, fürchte ich. So. Und ich weiß schon wieder nicht, wo ich war. Das ist ein Zeichen, dass es gar nicht so wichtig war, sonst würde ich es nämlich noch wissen. Also, lassen wir es. Aber ich glaube, ihr wisst schon ungefähr, was ich da sagen wollte. Oh Gott, nein. Die darf jetzt. Wir dürfen sie nicht berühren, weil sonst. Nein. Ja. Gerade so noch. Also, das ist natürlich sehr schlau hier mit dieser
Also wenn man schon so einen Wechselverkehr macht, dann auch bitte, dass er funktioniert, weil es ist halt einfacher, dass sich in der Mitte treffen, weil die losfahren und die anderen auch. Das ist ja dämlich. Ich fahre gerade mal nicht rüber, weil da gerade Autos sind, aber ich hätte das machen sollen, weil ich hier nicht rüberkomme, dann. Wartet der jetzt? Wartet der? Ich glaube nicht. Doch, er wartet. Oh, dankeschön. Dankeschön. Die Farbbrüder. Beide rot. Ja, und da hat sich doch schon ein schöner Stau gebildet. Gut, dass ich nicht zurückfahren muss. So, Essendreef. Ja, und da sind wir auch schon an unserer Pausestelle angekommen. Mit 4 Minuten Verfrühung. Nächstes Mal dann ist die Verfrühung weg. Und ich sag erstmal bis zum nächsten Mal. Ich bin ein bisschen schief eingeparkt. Mal schauen, ob ich das dann bis zur nächsten Folge auch noch korrigiere. Jedenfalls, genau, bis zum nächsten Teil. Macht's gut. Ciao, ciao.